Und hier sind wir wieder bei Pokémon Blau. Ja, wir sind so gut wie fertig mit dem Spiel. Und heute will ich euch ja was ganz Besonderes erstmal zeigen, bevor wir in die Azuria-Höhle gehen. So, da wechseln wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich würde euch jetzt den Missing No Item Vermehrungstrick zeigen. Dafür habe ich jetzt das Sonderbonbon an die 6. Stelle gesetzt. Also ihr müsst das Item, was ihr vermehren wollt, an die 6. Stelle im Inventar setzen. Dann quatscht ihr mit dem Typen hier. Ihr lasst euch zeigen, wie man Pokémon fängt. Nein, ich hab's nicht eilig. Ja, zeig mir doch, wie man Pokémon fängt, damit ich meinen Pokédex füllen kann. Oh. Ja, bitte erklär es mir. Wir lassen ganz einfach immer einen Typen hier in Hornlio fangen. Oh, again. Ja. Oh, da haben wir es gefangen. Also, der alte Sack hat es gefangen, das Hornlio. Ah, ich habe mich auf irgendwas Dummes gesetzt. Ja, schwächt. Dann fliegen wir auch so gleich zur Zinnoberinsel. Zinnoberinsel, ja. Okay. Unerwartet, wartet kleinen Moment. Ich hab mal wieder vergessen, den Timer mir anzustellen. Das mache ich mal kurz so. Oh, blöder Timer. Nee, so, gut. Ja. Und jetzt surfen wir hier an der Zinnoberinsel. Und warten, gucken mal, bis irgendwas kommt. La 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 la. Kommt hier nochmal was? Hallo? Fünf Stunden später. Hallo? Oh, jetzt bin ich wieder an Land gegangen. Hallo? Oh mein Gott, was ist das denn? Ein wildes... So, das, meine Freunde, ist ein Missing Number. Bloß nicht fangen. Einfach killen. Boah, sein Name ist rot geworden. Das war er gelb. Null Erfahrungspunkte. Gucken wir mal in unseren Inventar. Was ist denn das für ein komisches Gekrakel vor unserem Sonderbonbon? Und warum haben wir eigentlich auf einmal 9 und nicht nur 1? Ja, könnten wir jetzt vielleicht ein paar mehr Sonderbonbons im Inventar haben? Ja. So, das war eigentlich schon der alte Vermehrungstrick. Es gibt so viele Glitches in dem Spiel, das ist einfach nur mal einer, den ich euch zeigen wollte, weil den muss man eigentlich kennen. Ah, ich werde jetzt die Sonderbonbons nicht abusen, wie man sagt. Wir wollen ja das Spiel fair zu Ende bringen. Wir wollen Mewtwo wollen wir ja fangen. Soll ich vielleicht einen Meisterball mitnehmen? Das wäre vielleicht eine gute Idee. PC. Nein, nicht Bills PC. Mein PC. Hier überhaupt bei Pokémon Liga können wir jetzt die Ruhmeshalle uns angucken. Hi. Hi, verbuggte Ruhmeshalle. Ah. Hier, da sehen wir ja schon die Auswirkung von dem Missing Number Glitch. Normalerweise könnten wir uns jetzt ansehen, was wir für Pokémon mit hatten, als wir. Ja, mach den bloß nicht nach. Ja. Wir wollen auf unseren eigenen PC. Wie viele können wir denn davon jetzt lagern? Viele, würde ich mal sagen. Naja, lass mal sie mal im Inventar so. Also. Okay. Inventar ist ganz schön. Naja, leer. Ich hoffe mal, man findet nicht zu viel im Dings. Meisterball, wo bist du? Da ist er ja so. So, jetzt genug des Vorspiels. Gehen wir endlich zur Azuria-Höhle. Aber bevor wir zur Azuria-Höhle kommen, steigen wir mal aufs Fahrrad.
Müssen wir über die Nuggetbrücke. Guck, der eine dort hinten ist weg, da können wir hin. Über die Nuggetbrücke. Und dann müssen wir dort lang surfen. So, Kabutops. Schnarch. Sind wir immer noch nicht da? Oh, ist ja übel. So. Tada. Die Azuria-Öle. Hier gibt's allerlei komisches Viechzeug und so richtig auskennt tue ich mich jetzt ja auch nicht. Aber wir werden den Weg zu Mewtwo schon finden. Kadabra 49 gibt's hier. Ja, schon nicht schlecht, würde ich sagen. Da sage ich euch, das sind noch Trash-Gegner. Was so beim Surfen kommt, weiß ich gar nicht. Werden wir ja aber rausfinden, ne? Hier ist zumindest ein Item. Top-Elixier, ja. Das hat man doch gerne. Was haben wir hier Feines? Top-Genesung, das hat man auch gerne. Ich erkenne mich wirklich nicht wirklich gut aus hier. Ich muss vielleicht mal auf der Poke-Off gucken, was es hier alles einzusagen gibt. Und das finde ich dann schon irgendwie. Wir wollen ja eigentlich nur zum Mewtwo. Ja, Magneton in der Höhle macht viel Sinn, würde ich sagen. 56. Okay, war doch nicht so. Ich dachte eigentlich, die Level sind höher. Ich kann mich erinnern, hier bis zu 60er Viecher gefunden haben. Zu haben. Ja, vielleicht in den unteren Ebenen sind sie bestimmt stärker. Über 1000 Erfahrungspunkte, das lobe ich mir doch. Hier kann man sehr schön seine Pokémon leveln. Es sei denn, man macht den Missing-No-Trick und holt sich auch mal Sonderbonbons, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich muss nie wieder leveln. Ich den einfach immer wieder wiederholen könnte. Und hier gibt es ziemlich viel Kram in dem Labyrinth, habe ich gemerkt. Was haben wir hier? Einfach nur ein Hyperball. Ja. Omod. 51, das ist doch schon was besser. Ach Mensch, Snobelikat. Psystrahl, auch das noch. Sorry Leute. Das macht man nicht. Ich mach's trotzdem. Das sind schließlich meine Videos, ja. Da kann ich machen, was ich will. Auch wenn ich jetzt irgendwie zu Gast bin bei Reuti oder so, mache ich trotzdem mal. Ja. Oh, Dodri. Ruhe. Das Nobilik hat das paralysierte, das geht mir ein bisschen auf den Sack, dass das Triplette. Ja, richtig high-end. Oh. 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 Sehr, sehr uncool, würde ich mal. Komm, Dragoran. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, ob wir das noch benutzen oder nee. Pam! Wenn wir es schon haben, dann können wir unser verficktes Dragoran ja auch einsetzen, ne? So, Billy Cat, du bist so nutz. Oh! Hey, jetzt kommt der. Oh, Ditto gibt's ja auch. Ich finde, da frag gar nicht erst, warum das Level 60 ist. Das ist ein verdammtes Ditto. Es ist so nur nutzlos wie ein. Ja. Ja, da bringe ich mal wieder so einen alten Joke, ne? Wie Titten an einem Tentacher. Folge 14 oder so. Yay, Begegnung ist wieder Floor. Oh. Oh, warum ist er schneller als wir? Das ist unschön. Ah. Es hat die Werte von uns übernommen, stimmt schon, aber. Oh. Ist noch so ein. Oh. Nein. Oh, 55. Das sollten wir doch one-hitten können jetzt, ne? Überhaupt auf Aufnahme gedrückt. Kleinen Moment, das checke ich mal. Nein. Entschuldigt das bitte, aber es ist nötig. Pokémon Blau. Ja. Bl
blöd. Jetzt habe ich wieder wirklich auf Aufnahme Stopp gedrückt, kurz. Läuft's jetzt wieder? Ja. Oh Gott, ich bin heute wieder richtig professionell. Naja, ich habe ja schon genug Parts aufgenommen, ne? Ich werde es eigentlich noch durchkriegen, einfach nur noch durchkriegen. Hinten können wir mal reingehen. Wir werden den Weg zu Mewtwo noch schon finden, oder der Weg zu Mewtwo findet uns. Vielleicht sind wir aber auch vorher tot. Kann natürlich auch passieren. Warum habe ich Rasierblatt eingesetzt? Bin ich besoffen oder was? Body Slam einsetzen. Das hätte mir sinnvoller geklungen, aber. Fuck. Doch, da ist es doch. Boah, Omod. Nee, danke, das muss jetzt nicht sein. Warum kann ich verfickte Scheiße nicht davonlaufen? Ja, kill am besten noch mein Ding. Ja, voll. Alles klar, also wir werden ja aus dem. Wir werden ja gegangraped. Surprise Batzek von jeder Seite, von vorne hinten in alle Löcher. Und dann finden wir scheiß Top-Genesung. Die macht uns zu schaffen hier, die Höhle. Irgendwelche Trottel laufen bei uns schon wieder einen Berg hoch. Irgendwie ein Schlängelin, besoffen nehme ich mal an. Ist schon so spät, hä? Nee. Komm, Dragoran, du bist meine einzige Hoffnung. Hey, hier gibt's Items. Boah, geil, Nuggets. Wo zum Geier sind wir hier denn jetzt? Oh, nö. Raichu? Ah. Wie wollen wir es denn am besten quälen? Ich bin für Stärke. Ach, warum Parahex gegen uns? Bis jetzt hatten wir doch meistens Glück mit den Händen. Glück. Wenn wir jemals lebend zu Mewtwo kommen, muss ich mich rausschaufeln und heilen und dann nochmal den Weg finden. Also, in welcher Treppe waren wir jetzt eigentlich noch nicht? Dort hinten waren wir schon. Gucken wir mal weiter vor und gucken, ob dort noch was ist. Sind wir hier rausgekommen oder aus der anderen Treppe? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die ganz am Eingang rein. Elektroball gibt's hier übrigens auch. Wild. Wilde Elektroball. Dann benutzt sie Lichtschild. Oh, hättest du bitte nicht einfach explodieren können. Sternschau, bis wir das mal treffen, sind wir tot. Merkt schon, irgendwie lässt Dragoran nach. Könnte auch mal schneller sein, trotz Paralyse, aber nein. Naja, man darf sich eigentlich nie erhoffen, schneller als Elektroball zu sein. Das geht eigentlich kaum, aber. Naja. Oh, da ist ja noch was. Oh, cool, ein AP+. Nice. Och, Dodri. Blödes Viech. Die, bitch. Die, monster. You don't belong in this world. What's wrong with humans? Ja, okay. Jetzt ne. Jetzt nicht. Das heben wir uns auf zum Symphony of the Night Let's Play. Oh, Mod.
da. Psychokinese, auch das noch. Tschüss, Dragoran, du bist der Nächste, der geht. Oh Gott, das killen wir uns bestimmt nicht mal, weil unser Spezi gesunken ist. Naja. Ah, okay. Mach immer Schlafpuder, bitte. Oder Stachelspore. Hallo. Darfst du nochmal? Danke. So. Ist hier oben was? Ja, Zufallskämpfe sind hier oben. Och, Dodri, Hallöchen. Lange nicht gesehen. Na, magst du immer noch so gerne Dönerblitze? Ja. Ich mag auch noch... Dieser Dungeon macht mir keinen Spaß mehr. Wie ein gefickter Nymphi-Teil. Och, danke. Danke, Kabutops. Ist das der richtige Weg? Nee, sieht nicht so aus. Fuck. Ja, Kadabra. Na komm, wir besiegen das schon noch irgendwann mal, ja. Egal, nach dem Kampf gehe ich eh raus aus der Höhle. Kommen wir wieder Diktri, der Psychokiller, zum Einsatz hier und Erdbeben und Pam. Stirb bitte einfach, danke. So, ziehen wir mal die nüchterne Bilanz. Also die ersten Erkundungsversuche sind ja mal grandios fehlgeschlagen. Fuck, wo kommen wir jetzt eigentlich raus? In Alabastia, genau. Ja, ich mach mal, ne?